Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des niveauvollen Trash Talks mit Philipp und Gast. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan. An meiner Seite habe ich diesmal zwei ganz besondere GästInnen, auf die ich mich sehr gefreut habe, denn ich hatte sie schon mal und sind wieder da, nämlich Judith und Christian Vogt. Hallo! Hallo, wir sind wieder da! Hallo! Ich glaube, auch wenn ihr schon mal bei uns wart, dürft ihr euch noch mal ganz kurz vorstellen, damit die ganz wenigen HörerInnen, die euch noch nicht kennen, jetzt ein Bild von euch bekommen. Willst du anfangen? Soll ich mal anfangen? Mhm. Ja, hallo, ich bin eine Hälfte der Vögte, Christian, und ich bin Physiker und Game Designer und Schriftsteller. Und gemeinsam mit Judith schreiben wir Rollenspiele, zum Beispiel das neueste ist Aces in Space, das wir mit Harald Eggmüller zusammen rausgebracht haben. Und wir schreiben auch Romane, zum Beispiel Die 13 Gezeichneten oder Ace in Space ohne S. Das habe ich auch mit Judith zusammen geschrieben. Oder beziehungsweise Judith hat das meiste geschrieben, wie so oft. Und das war's von mir. Und Judith, bei Judith sieht es so ähnlich aus, aber da kommt noch ein bisschen was dazu. Ja, genau. Ich bin keine Physikerin. Ja, ich bin Judith Vogt. Ich bin Autorin, auch Rollenspieldesignerin, Übersetzerin, Lektorin, all solche Sachen. Ich habe außerdem auch einen Podcast, und zwar den Gender Swap Podcast, der sich zusammen mit Lena Richter um Feminismus und Rollenspiele dreht. Der ist sehr gut. Dankeschön. Ja, das stimmt. Und ich bringe noch mit Lena und Katrin Dodenhöft das Magazin Queerwelten heraus. Das ist ein queerfeministisches Science-Fiction- und Fantasy-Kurzgeschichtenmagazin, das alle 3 Monate erscheint. Dann starten wir direkt quasi mit der Folge. Und zwar, das ist eine ganz besondere Spin-off-Folge, denn es ist die zweite von 2 oder sogar von 3, je nachdem, wie man es sieht, Pottwichtel-Weihnachtsfolgen. Und was ist dieses Pottwichteln überhaupt? Es gibt insgesamt 6 Podcasts dieses Jahr, nämlich Greifenklaue, Nerd ist ihr Hobby, Frostcast und das Team Wintersturm, Podcast plus 1, Per Anhalter durch die Fantastik und eben der nerdige und niveauvolle Trash Talk. Und die konnten sich jeweils 2 Themen immer wünschen. Und die wurden dann unter den ganzen TeilnehmerInnen ausgelost. Und unser heutiges Thema, kalter, weiter Weltraum, wurde uns vom Frostcast zugelost. Und organisiert wurde das Ganze von unserem Freund, dem Ingo vom Greifenklaue Podcast. Vielen Dank für deine Mühe und wir steigen direkt ein mit dem Thema vor dem Thema. Und zwar gibt es diesmal eine kleine News-Strecke mit kurzen Infoschnipseln. Und zwar gleich das Wichtigste, ihr dürft mal zu Hause Trommelwirbel machen. So. Ja auch. Das war super. Denn nach vielfachem Wunsch und nach der Umfrage, der HörerInnen-Umfrage, der nerdige und niveauvolle Trash-Talk hat jetzt Merchandise. Und zwar arbeiten wir da zusammen mit Ivy's Nerd und Geek World. Der erste Artikel sollte jetzt um den 3. Advent rum online gehen. Da wird aber natürlich immer noch ein bisschen mehr kommen, mit immer mehr Motiven, immer mehr Sachen, wo dann die Motive draufgedruckt werden. Lasst euch überraschen. Und der gesamte Gewinn, also das bisschen, was da rauskommt für uns, geht direkt an den Künstler, denn der hat ein bisschen wegen Corona zu strugglen und da unterstützen wir ihn natürlich sehr gerne mit dem Geld. Cool. Ja, super. Coole Aktion. Dann läuft aktuell der 9. Winter One-Page-Contest. Der wird organisiert von den beiden Bloggern Greifenklaue und Senshui oder so ähnlich. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und da kann man bis zum 3. Januar ein einseitiges Rollenspielprodukt, zum Beispiel ein Abenteuer oder eine Zufallstabellensammlung einreichen. Unter anderem die Elea und ich bewerten das dann und die GewinnerInnen bekommen ganz viele tolle Preise. Es gibt dieses Jahr 3 Themen, nämlich im Doppelpack, im Griff der Seuche und verraten und verkauft. Und da frage ich doch euch mal, ich weiß, ihr habt ja auch schon Abenteuer selber geschrieben. Wie ist es denn, so ein Abenteuer über eine Seite bloß zu schreiben? Ist es eine starke Einschränkung eurer Meinung nach, weil ihr sehr gerne sehr viel schreibt? Oder glaubt ihr gerade, wenn man so Fate spielt und Erzählspielsachen, da reicht eine Seite vollkommen aus? Ja, ich habe dazu eine Anekdote sogar, denn wir kennen jemanden, eine Amerikanerin, die auch ein Spiel für Aces in Space geschrieben hat, also ein extra Spiel, die das gerne
einreichen würde. Und sie hat das dann auf Englisch geschrieben. Das passt gerade so auf eine Seite. Und weil Deutsch ein Drittel länger ist, kann es sein, dass es daran scheitert. Nein. Und, ich habe mich aber beim Übersetzen extra kurz gefasst. Ja, aber grundsätzlich schreiben wir ja gar nicht so viele Abenteuer im Moment, sondern, und wir haben auch, glaube ich, noch nie eins auf einer Seite geschrieben. Doch. Ja. Ja, was du denn? Hast, also wir haben ja einen Patreon und auf unserem Patreon veröffentlichen wir einmal im Monat entweder eine Kurzgeschichte oder ein Nanogame, also ein Minispiel. Diese Minispiele sind natürlich immer relativ kurz, aber besonders deine Variante von Lasers and Feelings, weil Lasers and Feelings passt ja immer auf eine Seite. Das heißt, da hält man sich ja auch mit dem Layout immer so ein bisschen daran. Das ist ja so ein, im Prinzip sehr knappes, kurzes Rollenspiel von John Harper, ne? Ja. Also dem Blades in the Dark Erfinder und Aegon Erfinder. Da gibt's ja ganz viele Hacks von. Und Christian hat auch reingeschrieben für den Patreon und den habe ich dann auch auf einer Seite gelayoutet. Mhm. Ja, Hearts and Minds heißt der. Das ist immer benannt nach dem, nach den beiden einzigen Eigenschaften. Es gibt auch ein Autobahnpolizei, fragt nicht. Autobahn und Polizei. Aber es ist ja kein Abenteuer, Judith. Das ist ja ein Spiel. Ja, okay, Spiel. Aber es gibt, ich glaube, hat der Jörg das nicht sogar gewonnen? Der Jörg hat gewonnen, ja. Hat vor ein paar Jahren zusammen mit Hannah Möllmann den Winter One-Page-Contest gewonnen mit einem Abenteuer zu Eisenbahn. Ja. Ja, also zu einem Rollenspiel von uns. Vielleicht müsst du die beiden mal einladen. Die haben es drauf und wissen, wie es geht. Genau. Das ist eine sehr gute Idee. Was auch eine sehr gute Idee ist, und das ist natürlich wieder die Überleitung des Todes, ist Online-Rollenspiel spielen, wenn man schon nicht offline miteinander in der Gruppe sitzen kann. Und da wollte ich mal fragen, wie sind denn eure Erfahrungen mit dem Online-Rollenspiel über Discord und Co.? Also jetzt tiefer als letztes Jahr um diese Zeit. Also wobei wir Discord nicht so viel nutzen, es funktioniert irgendwie bei uns nicht, also oft nicht so super gut, aber wir spielen meistens irgendwie über Zoom oder Google Meet und haben mittlerweile auch, das haben wir lange nicht gemacht, haben mittlerweile dann auch noch Roll20 dazu. Und wir haben mittlerweile, also wir haben ja ein Rollenspielzimmer, wir sitzen auch gerade in unserem Rollenspielzimmer. Und im Rollenspielzimmer haben wir eigentlich natürlich so einen schicken Tisch, den wir selber gebaut haben und auf dem man irgendwie in der Mitte Dinge zeichnen kann, weil der aus einer Schultafel besteht. Und da haben wir jetzt mittlerweile halt so ein Setup mit so einer Webcam draufstehen und einem größeren Bildschirm. Und dann haben wir noch jeweils unsere eigenen Laptops dazu, auf denen dann das Roll20 läuft und sowas, damit wir wenigstens wieder in einem Raum sitzen können, weil wir nämlich jetzt irgendwie 8 Monate oder so immer bei allen Rollenspielrunden in 2 verschiedenen Zimmern gesessen haben. Das heißt, wir haben jetzt natürlich auch schon echt viel an neuen Erfahrungen gemacht mit Online-Rollenspiel. Da weise ich doch gleich gerne nochmal hin. Das passt gerade so schön zum Thema. Nämlich, es findet ab 30.01. auf Discord die RC-Spiel-Convention CampfireCon statt. Mhm. Und ich weiß, ihr seid ja große RC-SpielerInnen. Mhm. Und wo ihr auch dabei wart, ich weiß nicht, ob zum Spielen, aber auf jeden Fall mit einem sehr interessanten Panel. Und du, Judith, hast mich ja unterstützt bei der Verleihung des Goldenen Stephans, nämlich dem Dreieichkon World. Wie waren denn quasi als halb Mitmachende, als halb Partizipierende eure Erfahrungen mit dem Dreieichkon World? Ja, wir haben vor allem, wir hatten an dem Wochenende leider, also ich weiß gar nicht mehr, es war wahrscheinlich irgendwas mit den Kindern, ich weiß nicht mehr, was war. Nee, wir haben tatsächlich Rollenspiel gespielt. Wir haben Rollenspiel gespielt, aber genau. Nicht über, also dann nicht über die Dreieichkon, also wir haben Rollenspiel gespielt, aber es war nicht über den Discord der Dreieichkon. Ja, und darum haben wir vor allem, ja, du hast ja das noch verliehen, aber wir haben vor allem dieses Panel gemacht zu Nanogames, also Nanogames am Beispiel von Aces in Space, aber auch generell zu Nanogames. Und ich glaube, das hat auch ganz nettes Feedback. Und es war so ein bisschen strange, weil wir keine Interaktion mit dem Publikum hatten. Wir hatten so ein paar Spiele vorbereitet, die wir zum Beispiel auf der 3W6-Con auch gemacht haben, wo das Publikum so war kleiner, da saßen dann ein paar Leute dann dabei. Also über Zoom. Das, ne? Und das wäre aber nicht gegangen in dem Fall.
Und das war dann so, okay, vielleicht reden wir hier ins Nirvana und niemand, vielleicht sitzt dann, wir unterhalten uns einfach nur mit uns. Aber tatsächlich hat sich nachher herausgestellt, dass noch ein paar Leute zugehört haben. Ja, genau. Ich hatte am Vortag, also am Samstag, ein Roll-Inclusive-Panel, wobei wir letztes Jahr ja schon mit Roll-Inclusive viel über die Cons getingelt sind, Frank und Ask und ich. Und diesmal hatten wir uns dann überlegt, da wir grundsätzlich über Roll-Inclusive jetzt schon so oft geredet haben, dass wir mal ein bisschen unser Portfolio erweitern. Deswegen haben wir intersektional betroffene RollenspielerInnen und RollenspieldesignerInnen eingeladen und haben mit denen über das Thema Intersektionalität gesprochen. Das ist auch ganz gut gelaufen, wobei da natürlich auch dasselbe zutrifft. Dadurch, dass es gestreamt wurde, hatten wir kein Publikum, das wir jetzt irgendwie wahrnehmen konnten gut. Und das macht es dann immer so ein bisschen schwieriger in der Interaktion. Also ich verstehe das, weil die Dreieich-Con World, ich meine, die war jetzt auch weltweit, hat natürlich auch ein bisschen mehr Publikum noch als jetzt zum Beispiel die 3W6-Con. Wobei die ja auch offen für alle war, aber ich glaube einfach da, dass das auch so ein bisschen Special Interest mehr war, weil es halt Erzählspiel ist. Und bei der... Wie auch die Campfire-Con, die du irgendwie erwähnt hast. Und bei der 3W6-Con haben sie dann quasi den Zoom so für alle geöffnet und dann hatte man halt tatsächlich also Leute, die man gesehen hat und die sich melden konnten und sowas. Das hatte natürlich stärker so dieses Panel-Gefühl, dass man Leute irgendwie dran nehmen und mit denen reden konnte und sowas. Aber gut, wir kennen das natürlich jetzt auch schon. Die Feencon hat es ja auch ähnlich gemacht und sowas. Es ist halt bei den größeren Cons auch einfach nicht so möglich, dass man das so abbildet, dass es Publikum gibt. Also außer den Kommentaren, die es vielleicht im Chat gibt. Die Chancen stehen ja gut, dass die nächste Dreieich-Con wieder vor Ort ist. Das wäre wirklich schön. Dann lasst uns doch mit der Medienschau weitermachen. Und wie immer dürfen die GästInnen beginnen. Okay. Who goes first? You go first, I go first. Willst du zuerst? Gut, ich wollte eigentlich heute über La Révolution reden. Das ist eine Netflix-Serie, in der es um Aufstände geht und den Aufstand. Um den Aufstand, die französische Revolution und über Analogien zwischen Kapitalismus und blutrinkenden Vampiren. Aber wir haben ja nachher das Thema Weltraum und darum dachte ich, erzähle ich dir was zum Thema Weltraum. Okay, eigentliche Medienschau ist Star Wars Squadrons. Ich habe mich ja letzter Zeit viel mit Raumkampf Pew Pew beschäftigt, indem wir Aces in Space geschrieben haben. Und das schon mit 15 bin ich schon gerne X-Wings geflogen. Und praktischerweise kam kurze Zeit später dieses Spiel von Electronic Arts raus, was mich total begeistert hat. Ich kann endlich ein bisschen A-Wing fliegen gegen andere Leute. Es gibt auch genug Gleichgesinnte, mit denen wir da rumdüsen. Man kann 5 gegen 5 spielen und wir sind total schlecht und verlieren ständig, aber wir machen es einfach, es macht trotzdem Spaß. Das hat auch einen ganz netten Story-Mode, in dem sogar ein nicht-binärer Charakter vorkommt. Das ist nicht der erste in Star Wars, aber der erste in einem Star Wars-Videospiel. Und jetzt weiß ich auch nicht, was ich noch dazu sagen soll. Das ist einfach. Worum geht's denn in dem Story-Arc? Ach, um Starhawks, große, große Raumschiffe, die auch beim Wechsler vorkommen. Sucht man sich aus, ob man Rebell nee, oder man, Imperiale spielt? Man muss leider wechseln. Das war für mich und viele meiner Freunde schwer, dass man da in diesem schrecklichen Imperium da zu Diensten sein muss. Aber wenn man auf die engen Leute schießt, dann geht die Mission nicht weiter. Ja, also ja, ein Dilemma. Man muss da, ja. Also spielt man dann, also es gibt bestimmt noch Leute, die daran auch Spaß haben, an den Imperiumsmissionen. Eigentlich ist es ja auch ganz nett, dass man dieselbe Story aus zwei Perspektiven erlebt. Das ist sowieso schön. Ich finde, das könnte es eigentlich öfter geben, statt Prequels und Sequels gleichzeitige Geschichten aus zwei Perspektiven. Ich glaube, das ist ganz nett, generell. Dann mache ich doch einfach mal weiter, und zwar auch mit Science Fiction. Und zwar möchte ich über Reset reden. Das ist ein eigentlich sehr dystopischer Sci-Fi-Comic vom Splitter Verlag, der aber einen richtig kräftigen Schluck Hope-Punk beinhaltet. Und Judith und Christian, wo ich euch schon mal da habe, wollt ihr den HörerInnen vielleicht mal ganz kurz erklären, was dieses ominöse Hope-Punk eigentlich ist? Ja, können wir gerne machen. Hope-Punk ist ein Begriff, der von der Autorin Alexandra Rowland gepitcht wurde, so mehr oder weniger auf Tumblr.
indem sie, ich kolportiere das jetzt einfach mal, gesagt hat, the opposite of grim dark is hope punk, pass it on. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt wortwörtlich richtig habe, aber das hat sie vor einigen Jahren auf Tumblr geschrieben. Und das hat so ein bisschen, ja, einfach Schule gemacht, dass Leute gesagt haben, ach ja, interessant, wir haben im Moment diese grim and gritty Fantasy. Und selbst in der Science Fiction geht's halt häufig so grim und apokalyptisch vonstatten. Wir erzählen jetzt Geschichten, die sich vor allen Dingen nicht um den einzelnen Helden drehen, der ja seine archetypische Heldenreise durchlebt, sondern die so einen Community-Gedanken haben. Also bei Ho-Punk, nicht bei Grim and Gritty. Ja. und die es menschelt sehr beim Ho-Punk und es geht um so Miteinander und Radical Kindness ist auch so ein Stichwort. Also Alexandra Rowland hat außer dem Tumblr-Post danach noch längere Definitionen von Ho-Punk geschrieben. Das heißt, Ho-Punk ist nicht speziell an ein bestimmtes Genre gekettet. Also es ist nicht unbedingt, irgendwie historisierende Fantasy oder sowas, sondern man kann das als historisierende Fantasy schreiben, man könnte es auch als Urban Fantasy schreiben, als Science Fiction, als was auch immer. Sondern es ist halt mehr so diese Haltung oder diese Erzählweise, die dahinter steckt bei Ho-Punk. Dankeschön für die Erklärung. Die Prämisse von Reset lässt sich recht leicht zusammenfassen. Und zwar in typischen Science-Fiction-Geschichten wie Star Trek zum Beispiel, da sind es ja fast immer die Menschen, die den friedlichen Erstkontakt mit fremden Weltraumvölkern herstellen. Und wenn dann doch mal irgendwie die Aliens zuerst vorbeikommen, dann hat man eigentlich fast immer, dass die kriegerische Absichten haben. Man denke zum Beispiel an Independence Day. Und in Reset ist es dann anders. Da haben die Menschen ihren Planeten bis 2084 komplett runtergewirtschaftet, weil es gibt Kriege und es gibt Seuchen, es gibt Klimawandel. Und dann kommt plötzlich der sogenannte Komplex vorbei. Und das ist eine technisch sehr hochentwickelte Weltraum-UNO aus ganz verschiedenen Alienvölkern, die scheinbar absolut selbstlos die Erde retten wollen. Und das wäre technisch eigentlich auch gar kein Problem, aber die Menschen haben da mal so überhaupt keinen Bock drauf, gerettet zu werden. Deswegen, konsequenterweise wird die Geschichte auch aus der Sicht von dem Alien-Ehepaar Sven und Sati erzählt, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, weil das ist ja außerirdisch, die quasi als EntwicklungshelferInnen auf die Erde kommen. Und dagegen verkommen deswegen auch die durchweg unsympathischen und undankbaren Menschen eher zu Nebenfiguren, was doch ein interessanter Kniff ist, denn so fragt man sich als LeserInnen öfters mal, warum dieser Hightech-Sternbund denn überhaupt die Erde retten will, da wohnen ja eh nur Idioten drauf. Geschrieben wurde die Comic-Trilogie, von der bisher zwei Bände erschienen sind und im Februar der dritte Band erscheint, vom herausragenden Sci-Fi-Autor Fred Duval. Den kennen die LeserInnen meines Blogs schon vermutlich, denn regelmäßig lobe ich seine Cyberpunk-Reihen K. McCallum und Travis in den allerhöchsten Tönen. Also super Comic. Und auch bei Reset merkt man einfach, wer dahinter steckt. Denn diese Comics sind eine wirklich tolle Mischung aus dystopischer Atmosphäre, ordentlicher Krawum-Action, allerlei politischen Verflechtungen und eben aber auch einer ordentlichen Portion Hoffnung. Also ich bin wirklich sehr begeistert, aber wie gut diese Reihe eigentlich ist, erkennt man an was ganz anderem. Viele HörerInnen des Podcasts kennen ja noch den Herbert aus der ersten Trash-Talk-Staffel. Und der hat ja immer an allen modernen Comics rumgenörgelt, weil er halt so ein Comic-Nostalgiker ist. Aber diese Reihe hat er sofort als beste Reihe 2020 ausgezeichnet. Also hört auf Herbert, hört vielleicht auch auf mich und guckt es euch an. Klingt super interessant. Ist es auch. Dann dürft ihr wieder. Ja, dann mache ich mal weiter. Ich empfehle euch The Calculating Stars von Mary Robinette Kowal. Ist im Moment nur auf Englisch erhältlich. Das wird aber nicht so bleiben, wie ich aus noch nicht ganz offizieller Quelle weiß. Das erscheint nächstes Jahr, glaube ich, also ungefähr in einem Jahr. Auf Deutsch, das ist ein Hugo-Gewinner-Roman aus dem letzten Jahr. Die Hugos sind ja die eigentlich der renommierteste internationale englischsprachige Fantastikpreis. Genau, da werden jedes Jahr in mehreren Kategorien Hugos verliehen. Und die Hauptkategorie ist natürlich die Kategorie Bester Roman. Und da hat Mary Robinette Kowal
letztes Jahr halt abgeräumt für The Calculating Stars, was der erste Band ist der Lady Astronaut-Reihe. Und wo du gerade schon meintest, Außerirdisches, das auf die Erde kommt, in kriegerischer Absicht. Auch damit beginnt der Roman. Das Außerirdische, was auf die Erde kommt und nicht wohlgesonnen ist, ist ein Meteorit. Denn bei dem Roman handelt es sich zwar im weitesten Sinn um Science-Fiction, weil es eine Alternate History ist, also so eine ein alternativer Geschichtsverlauf. Es hat aber im Prinzip gar keine klassischen Science-Fiction-Elemente. Also es gibt keine Aliens, es gibt keine fortschrittliche Technologie, sondern im Gegenteil, es gibt sehr alte Technologie, denn dieser Meteorit, der einschlägt, schlägt in den 50ern ein. Und die Protagonistin des Romans, Elma, stellt fest, dass, wenn sie so das mit der Hilfe ihres Bruders, der Meteorologe ist, das Wetter weiter berechnet nach dem Meteoriteneinschlag, sie selber ist Mathematikerin, dann wird es zu einem Treibhauseffekt kommen, dadurch, dass der Meteorit ins Wasser eingeschlagen ist. Und dieser Treibhauseffekt wird die Erde auf Dauer, also schon relativ schnell, so in den nächsten Jahrzehnten, unbewohnbar machen. Für Menschen zumindest. Das heißt, sie stellen dann fest, okay, wir müssen also offensichtlich ins All und im All Kolonien gründen. Aber es sind ja die 50er. Das heißt, sie haben noch nicht mal einen vernünftigen Computer, um das zu machen, sondern sie haben halt diese, vielleicht schon aus, wer Hidden Figures gesehen hat, den Film, daraus bekannten Computer Girls. Also es waren ja Mathematikerinnen oder halt auch tatsächlich Leute ohne Abschluss, also Frauen, die einfach sehr gut rechnen konnten und die in der frühen Zeit der NASA die Computer erstmal ersetzt und später natürlich auch programmiert und unterstützt haben. Und mithilfe dieser Rechenabteilung entstehen dann halt All-Projekte circa 10 Jahre früher, als sie in unserem Geschichtsverlauf existiert haben. Und es geht dann aber natürlich auch darum, sehr viel, das spielt ja in den 50ern, das heißt, es geht auch sehr viel um Sexismus und Rassismus in den 50ern, darum, dass halt vor allen Dingen weiße Männer ins All starten dürfen, dass es natürlich Frauen gibt und vor allen Dingen auch schwarze Frauen, die darum kämpfen, dass sie auch zugelassen werden fürs AstronautInnenprogramm. Ich sage jetzt AstronautInnenprogramm, ne? Das war natürlich erstmal nur das Astronautenprogramm. Und ich finde das die Kombination unheimlich stark. Was mich daran auch echt so ein bisschen begeistert, ist, dass Kowal das schafft, dass es ein echt cooler, auch so ein bisschen tech-bubbeliger Piloten-Astronauten-Roman ist, mit ganz viel so alter NASA-Technik oder vielleicht auch NASA-Technik, die es nie gegeben hat, aber die es hätte geben können. Und gleichzeitig geht es aber auch um so eine emanzipatorische Story in einem Setting, was man vielleicht noch nicht so wahnsinnig kennt. Das heißt, ich könnte mir total gut vorstellen, dass das ein Roman ist, der zum Beispiel meiner Mutter gefallen hätte, aber zum Beispiel auch jetzt Christian, der Physiker ist und Pew-Pew-Action mag. Ja, Pew-Pew-Action ist nicht so viel drin, aber es ist andere Action drin. Und er hat mir auch sehr gut gefallen. Also sie ist nämlich auch nicht nur Mathematikerin, die Emma, sondern auch Physikerin. Oh ja, sie ist ganz wichtig. Ein Doppeldoktor. Ja, und sie ist auch noch Pilotin bei WASP gewesen. Ich kann auch das Hörbuch sehr empfehlen. Also Jutta hat es gelesen, ich habe es gehört. Denn das Hörbuch ist auch von der Autorin selber gelesen, also auf Englisch zumindest. Und sie ist auch Hörbuchsprecherin, glaube ich. Und ja, auf jeden Fall auch ein Podcast. Ja, und es ist ganz, ganz wunderbar gelesen. Und wer keinen Bock auf Lesen hat, hat vielleicht Bock auf Hören, dann lohnt sich das auch. Genau, Mary Robinette Kowal hat zusammen unter anderem mit Brandon Sanderson, der ja doch ein ziemlich bekannter US-amerikanischer Fantasy-Autor ist, den Podcast Writing Excuses, wo sie immer ganz kurz so Schreibthemen aufgreifen und das dann, ich glaube, immer in so einem Rahmen von einer Viertelstunde lauter so Schreibthemen aufbringen und erklären und so. Dann habe ich noch eine ganz kleine Medienschau, die ich euch vorstellen möchte, denn die passt sozusagen perfekt zu euch beiden als meine GästInnen, weil ihr die Themen Gleichberechtigung, zeitliche Privilegien und Care-Arbeit gerade auch du, Judith, in deinem Podcast immer wieder aufgreift und natürlich auch, weil ihr beide Eltern seid. Und zwar geht's um Meine Mama ist ein Ork. Die Ork-Papa-Kinderbücher gelten ja als die Geheimtipps bei vielen Nerd-Eltern, wenn es darum geht, schon Kindergartenkinder mit Edo-Fantasy, also Elves, Dwarfs und Orks, in Kontakt zu bringen. Gerade auch, weil es eben nicht nur simple Abenteuergeschichtchen sind,
sondern weil die Bücher der Reihe auch immer, in Anführungszeichen, erwachsene Themen wie zum Beispiel Toleranz und alleinerziehende Eltern, aber eben auch Drogenkonsum und Kindeswohlgefährdung, kindgerecht verarbeiten. Außerdem sind die Zeichnungen so unglaublich knuffig, da bekommt man gleich gute Laune. Im 6. Band der Reihe, Meine Mama ist ein Ork, stellt sich der kleine Ork dann erstmals die Frage, wo eigentlich die Ork-Mama abgeblieben ist, weil er in den bisherigen 5 Bänden ja nur von seinem Ork-Papa erzogen worden ist. Eine Frage, die wir uns alle schon seit dem 1. Band stellen. Und da macht er sich halt auf die Suche, trifft dabei alte Freunde und neue Gefahren und findet irgendwann seine Ork-Mama. Und die ist als Drachen-Krankenpflegerin schwer beschäftigt und muss dafür sorgen, dass es den Drachen gut geht, damit die nicht ausrasten und das Land abfackeln. Es geht hier also auf der Metaebene um das Opfern des privaten Glücks für das Allgemeinwohl. Und Achtung, jetzt spoilere ich ein wenig, aber ich werde vermutlich eh keine Kindergartenkinder unter meinen ZuhörerInnen haben. Jedenfalls wird sich die Ork-Mama dann bewusst, dass sie ihre Familie vernachlässigt hat, findet eine berufliche Lösung und sie kehrt mit heim, um erstmal was zu kochen und um wieder für die Familie da zu sein. Und das kann man jetzt als zuckersüßes Happy End lesen, vielleicht sogar ein Finale, das auf die Tränendüse drückt, für eine außergewöhnliche Kinderbuchreihe. Aber man kann das Ende mit dem Rückfall in traditionelle Rollenbilder natürlich auch als problematisch betrachten. Und da habe ich ja euch als perfekte AnsprechpartnerInnen, deswegen frage ich euch, ist das zuckersüß oder ist das problematisch? Also, Disclaimer, wir kennen beide das Buch nicht. Das heißt, wir vertrauen jetzt einfach komplett auf deine, dem, was du uns jetzt gerade zusammengefasst hast. Unsere Mütter sind auch keine Orks. Jetzt haben wir gar keine eigenen Erfahrungen. Soll ich anfangen? Ja, bei dem Thema. Bei dem Thema. Also ich bin ja tatsächlich ursprünglich Buchhändlerin und ich habe lange in einer Kinder- und Jugendbuchhandlung gearbeitet und da halt super viel Erfahrung eigentlich mit Kinderbüchern und auch mit Bilderbüchern gesammelt. Allerdings bin ich jetzt schon seit, ich glaube 2007, nicht mehr auf dieser Seite des Buchhandels, sondern quasi nur noch auf der anderen. Und ich kenne das aber noch aus meiner Zeit als Buchhändlerin, dass gerade die in den Bilderbüchern, und das ist, soweit ich das so bei Twitter und so unter den dortigen Eltern von kleineren Kindern so überblicke, ist das auch leider immer noch so, dass gerade in Bilderbüchern halt so richtig krass diese Rollenbilder weiter zementiert werden, dass der Papa immer arbeiten geht und die Mama, die ist dann zu Hause mit den Kindern und sowas. Conny. Ja, zum Beispiel bei Conny und auch bei, ich meine, das ist auch nicht immer so, aber schon so in der im Großteil der Kinderbücher. Und wenn die Mütter dann Jobs haben, dann haben die so nominell Jobs, das wird mal erwähnt, aber so eigentlich im Alltag, der beschrieben wird, sind die Mütter trotzdem immer die Ansprechpartnerinnen. Und wenn der Vater dann mal irgendwie in einer Situation allein mit dem Kind ist, dann wird der auch häufiger schon mal so als überfordert oder irgendwie chaotisch dargestellt oder sowas. Also so grundsätzlich verstärkt das natürlich so diese Stereotypen der super überkompetenten, immer sorgenden Mutter und des leicht überforderten, also mit Care-Arbeit überforderten Vaters. Und deswegen finde ich natürlich schon, dass die Mutter, die jetzt selber auch also in der Sorgearbeit tätig ist, in der bezahlten Sorgearbeit, dann nach Hause kommt in die unbezahlte Sorgearbeit und dann da erstmal kocht, würde ich jetzt sagen, hätte man anders gestalten können. Darf ich versuchen, es zu fixen? Ich hoffe, der Autor hört nicht zu. Ich weiß es nicht, ich möchte gar nichts dem Autor. Ich dachte nur, wie man es, das ist einfach nur ein Denkanstoßen, kann ich würde es aber besser machen, ja. Wie wäre es, wenn der Orkin einfach einen zweiten Papa hat und der zweite Papa, der macht das, dann hat man nämlich nicht dieses traditionelle Bild, das da hier problematisch ist und man hat es auch weniger heteronormativ. Mhm. Ja, ich weiß natürlich, dass das wahrscheinlich dann auch auf leider auf Leute stoßen wird, die das dann nicht mögen, aber auf die kann man auch tatsächlich verzichten. Ist das ja ganz interessant. Ich habe auch mal vor kurzem bei irgendwo, ich glaube im Guardian oder so, einen Bericht von zwei in Deutschland lebenden Vätern, also
gemeinsame Väter eines Kindes. Und die haben auch erzählt, dass sie in ihrer Sorgearbeit komplett anders behandelt werden. Also, dass sie das gar nicht so gedacht hätten, weil sie auch so dachten, Deutschland ist in der Hinsicht sicherlich total fortschrittlich. Und sie meinten dann so, sie wären total erstaunt, was für Helden sie einfach sind. Also, wie sie überall total gefeiert und verehrt werden und so nach dem Motto, ach, wo ist denn ihre Frau? Und toll, dass sie das alles machen und sowas. Und wir haben das auch von natürlich auch befreundeten Vätern und so schon oft gehört, beziehungsweise Christian hat das auch natürlich erfahren, also mit unseren Kindern. Sieh mal ein Baby-Tragetuch, alle lieben dich. Oder in irgendwelchen Kursen oder sowas. Ja, das heißt, wenn Männer die Sorgearbeit übernehmen, dann ist das immer mega die Heldentat. Und wenn Frauen Sorgearbeit machen, dann liegt das denen ja im Blut und es ist angeboren. Das heißt, tatsächlich lassen sich solche Stereotype, also ganz davon abgesehen, dass es natürlich immer mal cool ist, wenn man zwei Väter in einem Bilderbuch hat, aber es lässt sich tatsächlich auch ein bisschen auf den Kopf stellen, das stimmt schon. Dann verlassen wir mal so schwieriges Terrain und gehen zu anderem schwierigen Terrain. Kalter, walter Weltraum. Und wenn wir doch schon so einen Physiker bei uns haben, was ist eigentlich so ein Weltraum? Ja, der Weltraum, das ist aber... Unendliche Weite. Wo möchtest du anfangen? Ja, also als Weltraum bezeichnen wir ja alles, was sich außerhalb der Atmosphäre unseres Planeten befindet. Also im Weltall ist es also eine sehr geringe Dichte an Teilchen, die da also so Stoff, die da draußen so rumfliegt. Sehr gering heißt, man denkt immer, der Weltraum ist leer. Der Weltraum ist nicht ganz leer. Es fliegen überall mal ein paar Wasserstoff rum und rum. Es ist nur sehr, sehr dünn, dass es quasi wie ein Vakuum ist. Und entsprechend ist es auch kalt. So, das sind so minus 273,15, glaube ich, Grad Celsius. Und ja, der Weltraum ist entstanden durch den Urknall und die Raumzeit ist dadurch entstanden. Und das meiste von dem, was wir so kennen, ist eben Weltall. Außer diese Sonnen und Planeten und schwarzen Löcher, was wir Asteroiden, was wir noch so haben, das meiste ist halt leeres Ei. Beantwortet das die Frage so halbwegs? Ich war unvorbereitet. Vielleicht ist es jetzt auf Stuss. Nein, ich hoffe nicht. Das hast du sehr gut gemacht. Dann lass mich doch mal mit einer ganz provokanten Einstiegsfrage quasi beginnen, die jetzt richtig ins Thema reingeht. Und zwar, gibt es eigentlich wirklich so ein Space- oder Weltraum-Genre? Oder ist der Weltraum nicht einfach immer nur eine auswechselbare Kulisse für andere Genres, zum Beispiel Horror wie bei Alien oder irgendwelche Politikdramen, wenn irgendwelche Sternreiche sich bekriegen oder eben auch Dungeon Crawls, wenn du halt mal ein fremdes Raumschiff aufbrichst und guckst, was da drin ist. Ja, wir haben vor kurzem mal die steile These aufgestellt, wir haben mal so ein Mini-YouTube-Format, das wir den Folk Talk nennen, dass es verschiedene Formen von Genre gibt. Ich glaube, wir haben es die Wie- und die Was-Genres genannt. Ja. Ne? Und da bilden im Prinzip manche Genres, wie soll ich das jetzt sagen? Die Kulisse. Die Kulisse, genau. Also das wäre dann im Prinzip der Weltraum. Ja. Und andere Genres bilden im Prinzip die Stimmung. Und das heißt, ich finde schon, dass Space ein Genre ist, aber es ist halt ein Kulissengenre und das Stimmungsgenre kommt dann noch dazu. Also letztendlich sind, glaube ich, ganz viele Bücher oder Werke oder, ne, ihr wisst schon, Medienkombinationen aus diesen mindestens zwei Genres. Ja, das heißt, man kann Horror und Science-Fiction machen, man kann auch Rom-Com und Science-Fiction machen. Gibt's viel zu wenig eigentlich. Ja, Rom-Com und Science-Fiction gibt's zu wenig, ja. Meiner Meinung nach gibt's Horror und Science-Fiction zu viel, aber das ist, ja. Du hast ja gerade schon bei der Erklärung, was der Weltraum ist, schon mal das Vorteil angesprochen, der Weltraum wäre komplett leer, aber ist er ja nicht, weil da fliegen ja immer noch ein paar Atome drin rum. Gibt's denn generell so bei Science-Fiction, beim Weltraum, irgendwelche Vorurteile, die du quasi aus deiner fachlichen Perspektive heraus negieren kannst, brechen kannst? Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass jetzt ein Weltraumkampf nicht unbedingt wie bei Star Wars stattfinden wird, dass irgendwelche kleinen Jäger die ganze Zeit piu, piu, piu machen. Oh mein Gott, da hast du ein Riesenthema angeschnitten. So, ja. Wie viele Stunden Zeit habt ihr? Ich versuche es kurz zu machen. Star Wars ist ein gutes Beispiel. Ich liebe Star Wars, wie ihr wisst. Ich habe ja auch Squadrons gespielt. Aber es ist einfach so, dass die Raumkämpfe totaler Blödsinn sind. Also
Das ist einfach so, dass zum Beispiel kannst du im Weltall keine Rakete ausweichen. Die Rakete kann immer engere Kurven fliegen, weil sie weniger Masse hat und wendiger ist. Und sie wird immer treffen, wenn sie nicht abgefangen wird. Das heißt, das ist Weltraum. Kampf wäre eher so, dass man wie Schiffskampf im 18. Jahrhundert, wo man sich auf große Entfernungen mit beschleunigten Geschossen beschießt. So sähe es wahrscheinlich aus. Und wir wissen es ja zum Glück nicht so ganz genau. Wichtig dabei ist, wie du meinst, das Weltraum ist ja oft die Kulisse. Und manchmal macht das einfach mehr Spaß. Also ich glaube, die Expanse ist schon relativ realistisch. Ja, das ist schon ziemlich gut. Aber wir wollen ja vielleicht auch noch ein bisschen Piu-Piu und wir wollen dieses, was Star Wars ja eigentlich ist, ist Zweiter Weltkrieg, Fliegerasse treten gegeneinander an, aber dann im Weltall. Und ich finde, das ist da auch okay. Man hat diese Prämisse und man sagt, hier, so funktioniert das und dann kann man da auch Spaß haben und man muss nicht alles total auseinandernehmen und sagen, hier, das ist aber jetzt unrealistisch. Was ich immer sehr spannend finde, Jule kannst du nicht mehr hören, aber es ist ein großer Take von mir. Zum Beispiel wurde bei Episode 8 total kritisiert, dass ja Bomben im Weltall nicht runterfallen. Und das wäre ja so unrealistisch. Das habe ich auch kritisiert. Ja, genau. Star Wars ist von hinten bis vorne unrealistisch. Und was realistisch ist, sind diese Bomben, die da fallen. Wenn die in der künstlichen Gravitation dieses Bombers beschleunigt werden, dann fallen die einfach weiter nach unten. Das heißt, das ist eine der wenigen Sachen, die bei Star Wars vollkommen okay sind. Vollkommen physikalisch okay. Aber irgendwie ist, glaube ich, dass man viele so aus der Schule so kennt, weil das geht ja gar nicht und das ist, ja, das tut mir jetzt leid, dass ich das sagen muss. Das geht, also das ist vollkommen okay. Das ist also quasi Mythbusters jetzt, weil die ganzen Einschätzungen gebastelt werden. Und die nächste Frage, wenn wir mal aus dem Weltraum rausgehen, aus dem ganz nackten Weltraum und gehen quasi in das Schiff rein, keine Ahnung, ich mache einen Dungeon Crawl und will ein Schiff entern. Ist es wirklich so wie im Film? Ich vermute mal nicht, dass du da eine künstliche Schwerkraft hast und läufst da rum. Oder wäre zum Beispiel die Bewegung innerhalb des Raumschiffs auch anders? Ja, das kommt drauf an. Künstliche Schwerkraft ist ja so ein Science-Fiction-Element. Vielleicht gibt es sowas. Das ist ja auch okay. Das ist dann Technik, die wir noch nicht kennen und dann hat man das. Wenn man das nicht hat, dann muss das Raumschiff irgendwie beschleunigen, damit man an den Boden gedrückt wird. Das heißt, entweder muss ich das rotieren. Zum Beispiel, das kennt man aus Babylon 5. Da gibt es eine große Station, die rotiert. Oder 2001, Odyssey im Weltall. 2001, genau. Und dann wird man mit den Füßen quasi an den äußeren Rand gedrückt. Ja, durch die Fliehkraft. Oder wie bei The Expanse, wenn ich mit der richtigen Geschwindigkeit in eine Richtung beschleunige die ganze Zeit, und zwar mit einem G, dann ist es so, als würde ich auf der Erde mit einem G, also wie wir jetzt das erleben, rumstehen. Man steht dann aber quasi zum Heck. Also man steht nicht, genau, wie wir das, ne, wenn man jetzt einen Sternzerstörer bei Star Wars hat, dann steht ja alles unten. Also wie bei, ja, es kommt drauf an, das ist ja, man steht in gegen die Flugrichtung. Ja, genau. Ja. Und da würde man ja im Prinzip. Ja, genau. Genau. Wir verstehen es. Nee, in Flugrichtung. Ja, okay. Mit dem Kopf in Flugrichtung. Ja. Da müsste man natürlich auch die Anatomie dieses Raumschiffes so ein bisschen verändern, weil die sehen ja häufig, also sie sehen nicht häufig aus wie Schiffe, das nicht, aber sie sind ja schon so ein bisschen, klar, an Schiffe irgendwie, Science-Fiction-Raumschiffe sind häufig an Schiffe angelehnt so. Ja. Und dann würde man aber ja nicht auf dem Boden dieses Schiffs stehen, sondern man würde quasi schräg stehen. Ja. Aber es ist natürlich denkbar, dass man jetzt bei der Science-Fiction, wir haben zum Beispiel bei Aces in Space dann auch ein bisschen der Einfachheit halber, auch ein Element eingeführt, ein Element, das es nicht auf der Erde gibt, sondern nur irgendwie auf anderen Planeten oder vor allen Dingen auf Asteroiden. Das heißt Gravitonium passenderweise und damit kann man natürlich künstliche Schwerkraft erzeugen. Das ist einfach in vielen Situationen, gerade beim Rollenspiel und sowas, natürlich schon einfacher ist, wenn man sagt, okay, in diesem Dungeon Crawl haben wir jetzt aber, was weiß ich, hier Gravitonium und Schwerkraft und dann, was weiß ich, kann man ja immer noch einbauen, jetzt fällt das aber gerade aus und, ja, und jetzt müsst ihr eine Kammer durchschreiten, ja, in der gibt es keine, ja, Schwerkraft. Und sowas. Was auch wichtig ist mit dem Gravitonium, dass man damit Trägheit gedämpfen kann und das heißt, dass unsere PilotInnen in Aces in Space ganz enge Kurven fliegen können, die einen normalerweise ohnmächtig hinterlassen würden. Damit sie eben doch Raketen ausweichen können. Und wir nehmen es doch nicht so genau dann. Dann lass uns noch mehr Mysterien basten. Und zwar eines der wahrscheinlich wichtigsten Elemente von den meisten Science-Fiction-Geschichten sind ja Außerirdische. Ist es denn realistisch, dass
dass die immer humanoid sind. Also ich gucke ja zum Beispiel gerade Star Trek Discovery. Ich mag das ja im Gegensatz zu vielen anderen. Und da laufen ja irgendwie alle Aliens wie Menschen rum, nur mit ein bisschen Maske auf. Weil es sind ja auch nur Menschen mit Maske. Aber es soll halt Aliens darstellen. Ist es realistisch oder gerade so aus einer physikalischen Perspektive, wenn es wirklich Außerirdische geben sollte, sehen die ganz, ganz, ganz anders aus? Also ich finde, dass tatsächlich das häufig auch so ein Zeichen ist von so älteren Science-Fiction-Franchises. Also Star Wars hat es ja zum Beispiel auch, dass es häufig so ist, dass Aliens humanoid sind, auf zwei Beinen laufen und zwei Arme haben und zwei Augen und all sowas und vielleicht auch mal ein bisschen davon abweichen. Aber so grundsätzlich bei Star Wars ist es zumindest auch immer so, dass die dann auch ganz häufig halt irgendwie so ein binäres Geschlecht haben und sowas. Ne? Dann gibt es die Männchen und die Weibchen. Die Weibchen haben meistens noch irgendwie Haare oder einen Pferdeschwanz, obwohl sie ansonsten Schuppen haben sie oder müssen sowas. Auch Brüste haben, also, auch wenn es Echsen so, sind. So echt einhumanoisiert. Und ich finde aber, in der neueren Science-Fiction weicht man davon auch ab und fragt sich so, könnte es zum Beispiel so reine Geistwesen geben oder sowas. Aber da übergebe ich jetzt auch gerne an den Physiker. Ach so, ja, das ist ja eher was für BiologInnen. Ne? Astrobiologen. Ja, da gibt's auch eine, gerade jetzt, glaube ich, auf Netflix gibt's eine Serie über Leben, wie es auf anderen Planeten aussehen Alien könnte. Alien Worlds, so. Ja, sehr cool, sind wenige Folgen, ganz spannend. Ich finde ja, ganz oft ist ja so, dass wir nicht die richtigen Fragen stellen. Zum Beispiel, was ich ja total spannend finde, ist das sogenannte Fermi-Paradoxon. Da hat sich Enrico Fermi, das ist ein Physiker, der auch am Manhattan Project gearbeitet hat, hat sich irgendwann gefragt, wo sind denn alle? Also es gibt sehr, sehr viele Sterne, also viele, viele Millionen, Milliarden, Milliarden, ja. Und die meisten dürften zumindest einen Planeten tragen. Und wenn selbst die allerwenigsten nicht bewohnbar wären, müsste es trotzdem das Universum voller Leben sein. Und wenn diese Aliens auch nur so ein bisschen sind wie wir, dann ist das Universum alt genug, dass sie sich denken könnten, ja, wir gehen mal raus hier aus unserem Sonnensystem. Ist auch nicht so schlimm, wenn wir ein paar tausend Jahre hier unterwegs sind. Weil wenn wir technisch fortgeschritten sind, dann kommen wir, weiß ich nicht, mit 10% Lichtgeschwindigkeit kommen wir schon irgendwann an. Und dann besiedeln wir das Universum und in ein paar tausend Jahren ist eine Galaxie besiedelt. Wenn man bedenkt, die Erde ist etwa 5 Milliarden Jahre alt, Entschuldigung, dann du Kreationist. Ja, oh Gott. dann ist das eine Menge Zeit, für diese Aliens alles zu bevölkern. Entweder sind die nicht wie wir oder die antworten nicht, wenn wir was senden. Oder wir sind wirklich die Einzigen. Oder es gibt super viele interessante Antworten auf die Fragen. Bis hin zu, wir leben in einer Simulation und so weiter. Das finde ich unglaublich spannend, diese Alien-Frage. Dann mal an euch beide als AutorInnen gefragt, wie ist es denn eigentlich, wenn man Science-Fiction schreibt? Ich kann mir vorstellen, es gibt sehr, sehr wenige Genres, wo man so viele kreative Freiheit hat. Man kann ja wahrscheinlich seiner Fantasie komplett freien Lauf lassen. Man macht ganz klassische Krach-Bumm-Military-Science-Fiction oder ein super progressives Utopie-Science-Fiction. Aber ich habe das Gefühl, dass viele Science-Fiction-Leser, ich will das jetzt nicht unbedingt gendern, eher so konservativ sind und schon Geschichten lesen wollen, Gesellschaftsentwürfe lesen wollen, die eher sich an den heutigen oder auch an vergangenen Maßstäben orientieren. Es ist in Deutschland eigentlich so, dass der Science-Fiction-Markt gar nicht existiert. Also es ist so, dass die Verlage eigentlich wenig Hoffnung noch in Science-Fiction setzen, vor allen Dingen in originär deutschsprachige Science-Fiction. Das heißt, es werden da, das ist das Positive daran, auch nicht großartige Vorgaben gemacht, woran man sich jetzt halten muss und dass man das jetzt so auf den Markt zurechtschneidert. Also viele Verlage haben mittlerweile auch so ein bisschen die Science-Fiction eingestellt oder sehr stark irgendwie so zurückgefahren. Das ist natürlich schade, also das sehe ich schon auch so. Ich glaube, viel Science-Fiction findet auch mittlerweile im Self-Publishing-Bereich statt, weil es natürlich nach wie vor die Science-Fiction-LeserInnen gibt. Es ist aber auch so, dass ich beobachte oder dass wir auch beobachten, dass es international super viel progressive Science-Fiction gibt mit coolen, interessanten, spannenden Gesellschaftsentwürfen, auch tollen naturwissenschaftlichen Ideen, auch einfach abgedrehten Space-Fantasy-Ideen und sowas, dass da auch
haben wir den Eindruck, sehr viel stärker akzeptiert wird oder sogar honoriert wird auch, wenn man was Außergewöhnliches schreibt und Ideen hat, die, was weiß ich, mal abweichen von diesen Dingen, die halt schon in den 50er, 60ern geschrieben wurden. Die deutschsprachige Science-Fiction-Gemeinde tickt da noch etwas anders. Also es sind viel Männer, die seit den 80ern oder so halt so in Fandom-Kreisen aktiv sind, die auch sicher viel so ehrenamtlich und so gemacht haben, die aber halt super krasse Gatekeeping-Mechanismen intakt haben und so eine eingeschworene Gemeinschaft bilden und da sehr undurchlässig irgendwie sind. Also die dulden nur sehr wenig so neues Engagement, beziehungsweise wenn man versucht, sich in der deutschen Science-Fiction-Szene sich irgendwie reinzuhängen, dann ist es häufig dann die falsche Art. Die wollen sie dann nicht. Ja, die wollen schon nachwuchs, aber so wie sie wollen. Genau, sie wollen im Prinzip, das ist ja ganz häufig so in weißen, heterosexuellen Cis-Männer-Kreisen, dass es dieses Phänomen gibt, dass die sich selber nochmal in Jünger suchen. Das ist da halt auch der Fall. Das ist ja auch super viel in Unternehmen und sowas, dass der Chef quasi, wenn er Mitte 60 ist, nur noch, also schon die ganze Zeit Leute einstellt, die so sind wie er in Jünger, aber dass er dann natürlich auch irgendwie so, ne, den Nachwuchs und der soll bitte genauso sein und die Firma genauso weiterführen oder die Abteilung oder whatever. Wie sie wollen, Elternzeit. Und in der Science Fiction, finde ich, ist es tatsächlich auch so. Also die wollen schon, dass man den Laden, den imaginären Laden dann halt so weiterführt und dass da jetzt neue AutorInnen dazukommen und auch neue Projekte und so dazukommen, das sehen die im Prinzip gar nicht so gerne. Und was wir in Deutschland halt leider nicht haben, ist, dass wir so eine breite Masse von Science-Fiction-LeserInnen haben. Das ist in den USA halt schon eher so, dass du heute einen Krimi liest und nächste Woche kaufst du dir ein Science-Fiction-Buch und danach liest du, was weiß ich, irgendwie ein belletristisches Buch oder so, ne? Und das haben wir in Deutschland eigentlich nicht. Also die Krimi-LeserInnen, die greifen nicht nächste Woche nach einem Science-Fiction-Titel. Und deswegen bedienen, in Anführungszeichen, die Science-Fiction-Schreibenden diese sehr kleine Science-Fiction-Gemeinde, die aber eigentlich glücklich ist mit den Buchreihen, die sie in den 70ern schon hatten. Also die wollen im Prinzip das halt nochmal. Und daran scheitern dann natürlich auch irgendwie viele Projekte, die sich dann einfach nicht verkaufen. Was schade ist, weil sie dann trotzdem cool sind. Und ja, das ist im Moment der fantastische Buchmarkt. Hat das durchaus auch. Also die Fantasy-Ecke hat das durchaus auch das Problem. Also Leute, die Antwort ist, ich glaube einfach, deine HörerInnen sind da nicht betroffen, weil das sind wahrscheinlich schon Nerds. Immer nur Krimi lesen ist nicht gut. Man muss auch mal was anderes lesen. Ihr habt ja nun schon beides geschrieben. Ihr habt schon Fantasy geschrieben und ihr habt schon Science Fiction geschrieben. Gibt es oder empfindet ihr so eine gewisse Hierarchie, sowohl innerhalb der Autorenschaft als auch innerhalb der LeserInnenschaft? Also ich weiß zum Beispiel, dass sich Fantasy viel, viel besser verkauft als Science Fiction. 0815 LeserInnen, die sagen, okay, Science Fiction, ja, okay, das ist schon irgendwie ganz cool. Aber wenn du mal kommst mit, hier Fantasy, nee, Fantasy ist doch Kinderkram. Gibt's da auch so eine Hierarchie? Ich weiß auch zum Beispiel bei den AutorInnen, wo ich kenne, dass die vielleicht jetzt nicht innerhalb der Fantastik gegenseitig hoch und runter gucken, wobei ich auch manchmal das Gefühl habe, dass die Fantasy-AutorInnen immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, der Punching-Ball sind von anderen AutorInnen-Gruppen. Aber zum Beispiel gucken alle runter auf die Liebesroman-SchreiberInnen, obwohl die sich abcashen. Ja, ich finde dieses Gefühl der Hierarchie, diesen Eindruck, den habe ich auch. Science-Fiction ist eher als gesellschaftskritische oder und naturwissenschaftlich anspruchsvolle Art der Literatur schon, teilweise selbst wenn Leute es nicht lesen, trotzdem angesehen. Wobei Fantasy dann oft abgewertet wird, als das ist ja alles. Ich glaube, das liegt daran, dass es in den Augen derer, die es abwerten, noch unrealistischer ist. Und infantilisiert auch. Also genau, viel ja. Kinder- und Jugendliteratur ist Fantasy und dann ist oft dieser Umkehrschluss, ach, dann schreibst du ja offenbar was für Kinder und Jugendliche. Ja, ich sehe das leider auch so ein bisschen als mangelnde Fantasie, was ein Problem ist. Und ich kann das überhaupt nicht, also Jugend denke ich auch nicht, überhaupt nicht teilen. Natürlich kann man in der
Fantasy auch interessante, auch naturwissenschaftliche und sowieso gesellschaftskritische Geschichten erzählen. Anspruchsvolle Geschichten, neue Denkanstöße setzen, geht in der Fantastik oder in der Fantasy speziell genauso wie in der Science Fiction. Aber diese Meer hält sich noch und es ist auch so, dass ich glaube, man kann das auch ein bisschen vergleichen, wenn man zum Beispiel ein Cyberpunk-Rollenspiel spielen möchte, dann gibt es die das richtig coole spielen. Das ist natürlich ohne Magie und der Massenmarkt, das ist da nicht das richtige Kram, aber da ist dann Magie in Shadowrun zum Beispiel drin, aber das wird dann allgemein abgewertet, obwohl es die Cash-Cow ist. Das sieht man immer wieder, ja. Dann kommen wir nochmal zurück zum Rollenspielaspekt. Wenn ich jetzt ein richtig schönes Weltraumabenteuer schreiben wollen würde, habt ihr da vielleicht Tipps und Tricks? Was ist so typisch Weltraum? Wie kriege ich den Flair richtig rein in mein Abenteuer? Ich finde immer, gerade bei so Weltraumgeschichten muss man für sich den richtigen Mittelweg finden zwischen, das ist, also das wirkt zumindest physikalisch plausibel, also so, dass es so einem gewissen Grundanspruch irgendwie genügt, den die Leute auch haben an dieses Feeling, das ist so, wie ich glaube oder wie ich mir vielleicht auch, wie ich popkulturell geprägt bin, wie es im Weltraum ist, ne? Und gleichzeitig, ja genau, der schmale Grat besteht aber darin, dass man auch noch Bereiche findet, in denen man halt ein Auge zudrückt, ne? In denen man vielleicht auch die Leute irgendwie so durch die Blume zwischen den Zeilen wissen lässt, ich habe hier ein Auge zugedrückt wegen der Story, die ich erzählen will oder so. Also dass man, weil ich glaube, man kann sich super krass in Recherche und naturwissenschaftliche Dinge und Astronomie und Astrophysik und sowas verstricken. Und dann entsteht dann keine coole Story mehr, weil man dann einfach riesigen Infodump oder sowas hat. Und gleichzeitig kann man aber auch zu wenig davon haben. Und dann sagen die Leute, ja, toll, das weiß ich aber, dass das falsch ist. Und das nehme ich deshalb nicht mehr ab. Das ist sowas, was, glaube ich, bei Star Wars, wo zum Beispiel die TIE Fighter und X-Wings ja noch Geräusche machen im Weltall. Das ist, glaube ich, auch sowas, was nur funktioniert, weil die das schon seit den 70ern machen. Ich glaube, heute könnte man nicht mehr hingehen und Raumschiffe durchs Weltall scheuchen, die halt irgendwie laute, deutliche und erkennbare, voneinander unterscheidbare Geräusche machen. Bei Aces in Space wird das ja für die Zuhörer automatisch eingespielt, wenn man sich die Sachen im Stream anguckt, dann werden die Geräusche da gemacht. Ja, ist Technik. Ja. Ich glaube, das wäre auch mein Tipp. Wenn was physikalisch mir total im Weg steht, dann ist es immer ganz cool, wenn man das vorher recherchiert hat und doch weiß, was da nicht funktioniert. Aber dann nimm doch ein technisches Gerät, was dieses Gesetz außer Kraft setzt. Typisches Beispiel ist der Heisenberg-Kompensator aus Star Trek. Eigentlich würde man, wenn man beamt, durch die Heisenbergs Unschärferelation einfach als also irgendwas anderes rauskommen als das, was losgeschickt wird. Kartoffelbrei. Weil man nicht Ord und Impuls aller Teilchen speichern kann. Genau, Kartoffelbrei. Das möchte man nicht. Also gibt es dieses Gerät, das Heisenberg-Kompensator. Also ich weiß nicht, was das sein soll, aber es macht das beim Beamen. Aber das funktioniert auch echt super gut, weil Leute auch immer sagen, ja, Star Wars ist ja totaler Quatsch, aber Star Trek, bei Star Trek ist ja super viel Wissenschaft. Genau. Und letztendlich ist Star Trek also fast genauso viel Fantasy wie Star Wars. Ich meine, klar, Star Wars hat noch die Macht und die Jedi-Ritter und sowas, ne? Das kommt natürlich noch dazu. Aber so letztendlich haben die es einfach geschafft, sich so einen naturwissenschaftlichen Anstrich dadurch zu geben, dass sie halt sagen, ja, wir haben jetzt hier dieses Gerät, das heißt so und so nach dem berühmten Physiker, und dann haben wir hier dieses Gerät und das hat irgendwie folgende krassen die haben dieses, Formeln dieses oder irgendwie Ding sowas. Da unten drunter, ja, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, aber das macht irgendwie das strahlt immer irgendwas aus, was man gerade braucht. Cool. Und dann fragt aber keiner, ob das vielleicht einfach ein Zauberstab ist, quasi. Und was ich aber doch finde, ist, was ist eine gute Idee ist, ist zum Recherchieren nicht, dass man alles super richtig machen muss immer. Ich finde, man kriegt auch unglaublich viele Ideen, wenn man recherchiert über die naturwissenschaftlichen Aspekte. Zum Beispiel, wie sehen Aliens interessant aus? Ja? Und nicht immer nur, er hat komische Brubbel auf der Nase. Und da gibt es so zum Beispiel sowas wie, würde ich denn wirklich in einem Raumschiff, wo die Technik ausfällt, erfrieren, obwohl ja draußen das All ist und das quasi ist wie eine Thermoskanne und das ja erstmal isoliert. Und dann komme ich vielleicht darauf, dass es eher das Problem ist, dass man die Wärme abführen muss und im Inneren, wenn die Kühlung ausfällt, nicht gekocht wird.
Das sind dann so Sachen, da hat die übliche Leserin noch nicht so drüber nachgedacht und dann hat man was Neues. Oder dass vielleicht das Vakuum zusammenbrechen könnte in ein niedriges Energielevel, was eine riesige Katastrophe, also dann würde das Universum einen anderen Zustand annehmen. Und das sind alles so abgedrehte Sachen, die in der Naturwissenschaft da sind, aber die von der Science Fiction, also eigentlich wird alles behandelt, aber wenig behandelt werden. Da findet man vielleicht noch eine Idee für seinen Roman, seine Rollenspielrunde. Und das auch, mitzunehmen. Ich finde, wir reden ja bei Science Fiction auch immer viel darüber, dass es, also über diesen, ja, nicht Gegensatz, aber über diese beiden Aspekte Naturwissenschaften und Gesellschaftswissenschaften. Und oft reden wir halt so zum Beispiel beim Thema Cyberpunk stärker über Gesellschaftswissenschaften oder über, ne, gesellschaftliche Impulse und sowas. Oder halt so bei Dystopien und sowas. Und ich finde auch bei beim Weltall ist das, also wenn wir ein Setting im Weltall haben, gibt es total interessante gesellschaftliche Fragestellungen. Ich habe da vor kurzem super alten Science-Fiction-Roman von Samuel Delaney gelesen, der heißt Nova. Da geht es auch darum, dass sich die Menschheit halt im Jahr 3100, keine Ahnung was, ziemlich weit ausgedehnt hat übers All. Und der stellt zusätzlich zu den ganzen naturwissenschaftlichen Fragen, also das ist schon in den 60ern erschienen oder so, stellt er auch total interessante Fragen, was zum Beispiel so große Reisedistanzen und sowas mit der Menschheit machen, ne? Also und mit Ressourcen machen und wie dann einzelne Systeme auf diesen Mangel an Ressourcen reagieren und wie sie auf einen Überfluss, ne, wenn man dann wieder irgendwie eine Quelle findet, wo ein Überfluss an Ressourcen da ist, was das wiederum für gesellschaftliche Auswirkungen hat. Und das fand ich für ein Space-Opera-Roman auch nochmal super interessante Ideen. Dafür, dass Samuel Delaney halt, wie gesagt, in den 60ern geschrieben hat. Und ich finde es so witzig, dass ich dann heute denke, oh, das ist ja was ganz Neues. Das habe ich aber selten gelesen. Oder so, das ist 60 Jahre alt, okay. Ich glaube, das ist generell, wenn man, es bringt nichts, irgendeine tolle naturwissenschaftliche oder oft ist ja sogar noch Ingenieurwissenschaft, also irgendeine tolle Technik zu erfinden, wenn man nicht sich auch überlegt, was macht diese Technik mit Menschen und mit der Gesellschaft. Das ist das eigentlich Interessante, das Zusammenspiel dieser beiden Dinge. Auch wenn wir denken, noch ich möchte, also oder viele Science Fiction so als Technik Porn konsumieren, ist das Interessante doch, wie reagieren die Leute darin? Dann eine allerletzte Frage. Und zwar wird ja das hier die letzte reguläre Folge vom Jahreswechsel und vor Weihnachten. Deswegen dürft ihr euch nochmal für 2021 was von der deutschen Science-Fiction-Community, egal ob AutorInnen oder RollenspielerInnen, wünschen. Was sind eure Wünsche an alle, die Science-Fiction lieben? Oh Gott, wir müssen nachdenken. Ich hau mal einen raus, wenn du noch nachdenkst. Ich habe einen Science-Fiction-Roman von deiner Podcast-Kollegin Idea Brandt Test gelesen. Hier. Ich fand ihn ganz toll und wünsche mir jetzt für 2021, da kam es auch dann ganz viele Themen, wir konnten über all diese Themen reden, die wir gerade, oder müssen es noch, bisher haben wir nur miteinander geschrieben. Ich hoffe, dass ich wünsche diesem Roman, ich wünsche mir von der Community, dass sie diesen Roman ganz toll findet und annimmt und kauft. Sehr gut. Nicht abgesprochen, zumindest nicht mit mir, vielleicht mit Elia. Haha. Nein, ich glaube, Elia weiß da auch nichts von. Mein Wunsch richtet sich im Prinzip auch an die AutorInnenschaft, die ich so kenne, also so ein bisschen so meine AutorInnen-Bubble auf Twitter und so. Das Science-Fiction-Genre, haben wir ja gerade schon erzählt, ist ein relativ hartes Pflaster, sowohl durch diese althergebrachte Community, als auch durch diese Tatsache, dass es halt sich jetzt nicht super verkauft und man nicht den riesen Überburner in der Science-Fiction schreibt in Deutschland, der einen dann, was weiß ich, die Altersvorsorge bezahlt oder so. Und da hoffe ich einfach, dass wir ganz viel Dialog noch so darüber führen, was Science-Fiction kann und macht und dass man es von diesen Perspektiven gar nicht so unterkriegen lassen, sondern einfach weitermachen. Also so, ja, dass wir einfach weiter Perspektiven finden, Geschichten finden, auch im Dialog miteinander neue Impulse finden und sowas. Dass wir einfach weitermachen, weil ich glaube, tatsächlich Literatur kann ohne Science Fiction gar nicht existieren. Also ich glaube, es ist so ein fester
Teil, also ich glaube, alle Teile der Literatur sind fest. Also ich, ne, also so es gehört einfach zur Literatur dazu, so wie jetzt Kriminalromane zur, sorry Christian, aber zum Beispiel auch dazu gehören. Ja, und deswegen ist es gar nicht denkbar, dass irgendwie ein Genre eingeht und dann nicht mehr existiert. Das heißt, im Prinzip müssen wir einfach nur durchhalten, bis unsere Zeit wiederkommt. Und ich hoffe, dass wir nicht einfach nur durchhalten und überleben, sondern dass wir in dieser Phase im Prinzip auch zeigen, was wir drauf haben und wie es weitergehen kann und was wir für Gedanken und Ideen haben. Man darf dabei auch nicht vergessen, dass viele Science Fiction ja einfach, wenn sie allgemein verträglich genug ist, einfach geclaimed wird. Das ist gar keine Science Fiction, denn das hat eine anspruchsvolle Autorin geschrieben. Also ist das ein richtiges Buch. Ja, ja, das kommt nochmal dazu. Ja, das heißt, das wird uns natürlich erhalten bleiben. Ich wünsche mir auch, darf ich mir noch was wünschen? Ich mach es jetzt bitte. Dass, wenn Science Fiction drin ist, auch habt den Mut, liebe Verlage, zu sagen, es ist Science Fiction. Ja, nehmt die Leute nicht weg. Und auf der anderen Seite ist es auch okay, wenn es, wenn in dieser Durststrecke oder wer weiß, wenn alles, was sonst so geschrieben wird oder auch gespielt wird an Rollenspieltischen, an tollen Rollenspielabenteuern oder in Fanfiction erzählt wird, wenn es ganz viel Science Fiction, Fanfiction gibt. Es ist auch okay und es ist auch Teil des Genres. Es wäre natürlich trotzdem schön, wenn es auch so im Buchmarkt weitergehen würde damit, aber auch da hat es eine Daseinsberechtigung. Ja, und im Self-Publishing. Im Self-Publishing, genau. Dann danke ich euch ganz herzlich auch gerade für diese schönen Abschlussworte und wir danken dir. Wir danken dir. Euch noch ein frohes Weihnachten, einen guten Rutsch und vor allen Dingen ein super erfolgreiches 2021. Ja, das wünsche ich dir auch dir und auch. Allen anderen, die gerade zuhören. Gerade in deinem Job, bleib gesund. Vielen Dank. Tschüss. Ciao, tschüss. Danke für die Einladung. Schon immer gern Krimis. Ja, zu Recht. Das musst du rausschneiden. Moment. Ich muss mal gerade gucken, worüber wir eigentlich reden wollten. Ach so, dachte, das kann ich machen. Das musst du gleich rausschneiden, Philipp. Denn du wolltest reden über Lady Stars. Ja, genau. Und ich wollte eigentlich über La Révolution reden, aber ich rede jetzt über Squadrons. Okay, ja. Okay. Okay, weiter. Dann mach mal los. Okay. Okay. Jetzt hast du das aber noch. Jetzt habe ich noch so, ja, so heimlich reingeschmuggelt. Das ist mit dem Kapitalismus, das war nämlich Brinkwood. Jetzt bringst du ja mehrere Medien. Ja, ich hau immer weiter raus. Einfach so. Okay.